Willkommen zurück bei What the Fail! Heute mit Jojos Bizarre Adventure Ice of Heaven Demo. Jojo no kimyō na bōken Eyes of Heaven. Ja. Ich könnte mir keinen besseren Titel für ein Spiel vorstellen. Ich meine, das kann sich doch jeder merken. Ich meine, das Spiel. Ja. Das Spiel heißt irgendwas mit Bizarre. Das konnte ich mir jetzt merken, das ist schon sehr viel wert. Alter, wie lange lädt das? Mein Gott, das braucht mindestens so lange wie Fallout. Chapter 1, Stardust Crusaders. Yay. 1988年、エジプトの回路。Okay。Ja. Meine Fresse. Also für jemanden, der einfach mal gerne ein Spiel testen will, ist die Demo wohl der größte Scheiß, den es gibt. Könntest du mich auch mal spielen lassen? Meine Fresse. Komm. Also, so viel Story und so viel Erklärungsgedöns dafür, dass es ein beschissenes, einfaches Kampfspiel ist. Okay. Also dafür, dass es die gesamten Text gerade weitergeskippt hat und wahrscheinlich die gesamten Erklärungen, die ein unerfahrener Spieler brauchen würde, finde ich, teile ich auch gut aus. Ja, doch. Ich finde, ich teile ziemlich gut aus. Ja, ist der jetzt auch mal irgendwann tot oder muss ich den erst nach? Ah, okay, wir haben zwei Lebensbalken. Gut zu wissen. Ja, genau. Haben schon. Jetzt grüßt du das Maul! Auch nee, ich bin nochmal down. Hä? Muss ich das jetzt. Muss ich das verstehen? Bin ich nur tot oder nicht tot? Ah, oh, toll, sie haben einen Ticken in den Spalten. Besser aus, ich bin Rocky. Gum, gum, Ticken! Ich hab grad den Überblick verloren, wer gerade gewinnt. Ich glaub, er gewinnt, weil er den dritten Lebensbalken auch noch voll hat und meiner ungefähr eine Viertelstunde braucht, bis überhaupt mal aufsteht. Also dafür, dass ich gerade noch definitiv verliere, finde ich, stelle ich mir verflucht gut an. Mal abgesehen, dass ich in die falsche Richtung box. Oh, ich bin endlich K.O. Ultra geiles Spiel. Also, Yeah, eine neue Runde. Und wisst ihr was? Nächstes Spiel. Als nächstes spielen wir Disney Tron Run. Und ob das da hinten Buchstaben sind, kann ich nicht erkennen. Aber Tron Run. Ich habe noch gar nichts gedrückt. Okay, gut. Es reagiert also auch auf Luft. Gut. Dann nehmen wir doch einfach mal hier unseren Charakter. Und was? Tron City? Ja, wir nehmen Tron City. Passt schon. So, wir haben jetzt unseren äußerst sympathischen Charakter. Und den können wir noch ausstatten mit Zeug, because... Weil... nicht genug Bits. Kämpfer, vorbereiten auf Diskuskrieg. Energie! 2000 Meter des Flugs ist Programms. Ah! Der lockt automatisch. Deswegen Tron Run. Okay. Springen! Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Springen mit X. Das Spiel ist revolutionär. Also so grafisch. Oh, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Grafik ist das Spiel eigentlich nicht ganz nett. Spielerisch ist es die totale Kürze, weil es fühlt sich irgendwie an wie so ein Handy-Self-Runner. Man ist ja immer offen für neue Sachen. Oh, meine Fresse, ist der Soundtrack lauter. Ey,
Ich bilde mir ein, der Soundtrack wird immer noch ein bisschen aggressiv lauter, nur um mich zu ärgern. Aber das kann natürlich auch nur Einbildung sein. Ich habe keine Ahnung. Die Farben sind schön. Ich glaube, die Musik versucht, ein bisschen überdramatisch zu wirken. Ich glaube, an dieser Stelle spiele ich mal etwas passendere Musik ein. Wir sind im Ziel! Und das war die verschissene Demo. Was soll mir dieses Spiel jetzt sagen? Hey, weißt du was? Es gibt nur ein Level und das wird sich 100.000 Mal wiederholen. Manchmal hast du ein paar mehr Kurven, manchmal hast du ein paar mehr Gegner und manchmal hast du ein paar mehr Hindernisse. Aber ansonsten ist das Spiel genauso eintönig und scheiße wie diese Demo. Okay, ich habe dem Spiel Unrecht getan. Es gibt auch ein zweites Level. Nächstes Spiel. Okay, und damit kommen wir zum absoluten Highlight dieses What the Fail Videos. Und zwar Disney, die Eiskönigin. Völlig unverfroren. Freefall, Schneeballschlacht. Schon wieder so ein scheiß langer Titel. Gut, starten wir mal das Spiel. Hey, da oben steht schon mein Pseudonym für die PlayStation. Na, also, könntest gerne mal abschreiben. Oder bei der PlayStation eintippen, dir eine Freundschaftsanfrage schicken. Warum nicht? Können gerne mal in der Zukunft was zocken. Allerdings habe ich jetzt nicht so viele Spiele. Also, jetzt erwartet bloß kein Call of Duty oder sowas. Ich hasse Call of Duty. Schlaft. Ich hab gewonnen. Das ist ein unglaublich geiles Spiel. Das passt überhaupt nicht zum Format. Level 1. Zielpunktzahl. 3000. Okay. Also es ist doch ein bisschen was anderes. Gut. Wollte schon sagen. Ah, es ist Candy Crush. Gut. Oh, komm schon! Sie gehen das nicht! Weil du das Spiel nicht begriffen hast, du Depp! Okay, ich hab's verstanden. Geht doch. Freefall! Okay. Oh mein Gott, das Spiel hilft mir, weil ich zu dumm bin dafür. Geil. Toll. Hast du super gemacht. Also komm, also bei dem geilen Spiel hängen wir noch ein bisschen Zeit hinten ran. Also es muss sein. Es muss einfach sein. Guck mal, nächstes Level. Wir sind voll weit oben, ey. Jetzt geht's mal richtig hart zur Sache. Jetzt hab ich bestimmt so richtig gebomben oder sowas. Schneeballbomben natürlich, meine ich, ne? Also... Wollen die ja nicht brutal lernen. Und nein, ich habe keine Bomben. Schade. Hätte ja sein können. Hör mal. Danke, Spiel. Ohne dich würde ich dieses Spiel gar nicht schaffen. Wo leuchtet es jetzt wieder? Ah, da. Hätte sein, ich war eigentlich noch nie gut in solchen Spielen hier. In Tetris, ja. In Dr. Mario, ja. Was, ihr kennt Tetris und Dr. Mario nicht? Schämt euch. Geht in die Ecke! Schämt euch! So geht's nicht. Das kann ich nicht unterstützen. Das war noch geil. Ja, Bust-Move. Bust-Move war mega geil. Ich war gut da drin. Meine Schwester war besser. Mein bester Kumpel war ein Freak. Also ohne Scheiß, der hat eigentlich ansonsten keine Videospiele großartig gespielt, außer BMX-Spiele und so. Aber bei Bust'n Move unschlagbar. Ich so irgendwann mal zu den, hey, cool, das Bust'n Move 2 für PlayStation 1. Lass mal eine Runde zocken. Und er so, das wird ein Untergang sein. Aber wisst ihr was? Ich finde, wir haben genug Zeit rangehauen für dieses tolle Spiel. Jetzt mal ohne Witz, das war eigentlich so mir das Beste, was ich bis heute gerade gezockt habe bei den ganzen Spielen. Immerhin hat man hier das Spielprinzip verstanden.
Und es ist, ich meine, ich habe ganz zwei Level gespielt und es hat mehr Spaß gemacht als Tron oder das andere Spiel, dessen Name ich schon lange wieder vergessen habe. Irgendwas mit Bizarre. Ich sage ja, langer Spieltitel nicht gut. Aber auch bei diesem Spiel, langer Spieltitel nicht gut. Ich kann mir nur Frozen merken wegen dem Film und weil Elsa im Bild war und weil Schneeballschlacht. Mehr weiß ich nicht mehr davon. Und bei diesem Spiel muss man wirklich sagen, es ist kostenlos. Deswegen, wenn ihr Bock auf sowas habt, ladet euch es runter im PlayStation Store. Die anderen beiden Scheißdinger, die würden Geld kosten. Ja, das waren nur Demos. Die würden in der Realität Geld kosten. Und dafür würde ich keinen einzigen verdammten, nicht zu viel fluchen, keinen beschissenen Cent, oh, das war schlimmer als verdammt, egal, keinen verdammten Cent ausgeben. So, damit wäre das geklärt. Schön, dass ihr dabei wart. Viel Spaß bei der, sagen wir mal so, ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei und habt dann viel Spaß bei der nächsten Folge What the Fail? Hallo nochmal. Da packe ich doch einfach mal ein kleines Video an ein Video ran. Ich hoffe, euch hat What the Fail gefallen. Warum ich das hier gerade aufnehme? Eigentlich ein ziemlich einfacher Grund. Und zwar möchte ich mal Danke sagen. Einmal an meine lieben Zuschauer, also euch, dass ihr mir treu bleibt, dass ihr meine Videos anschaut, dass ihr sie liked oder kritisiert, wenn sie nicht gut sind. Alles vollkommen in Ordnung. Dafür mache ich die Videos ja für euch und für mich im Grunde genommen. Um mich selbst auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Und ich muss jetzt auch ganz ehrlich mal sagen, ich möchte auch Danke an meine Partner sagen, natürlich. An Mr. Zockershock an erster Stelle, weil er mich halt immer so tatkräftig unterstützt hat in den letzten Monaten, Wochen, Jahre. Wir kennen uns schon eine Weile. Er hat mich immer gut unterstützt, gibt mir noch ein paar kleine Tipps, wenn irgendwas nicht okay ist. Direkt von Anfang an, obwohl ich mit YouTube gestartet hatte, hat er gesagt, hey, warte mal auf, das sieht nicht gut aus. Vielen Dank dafür. Das hat mir wirklich geholfen und auch in Zukunft wird er mir immer ein bisschen unter die Arme greifen mit so ein paar technischen Sachen bei YouTube, weil er sich damit ein bisschen besser auseinanderfassen konnte bis jetzt. Finde ich super. Und ich halt immer noch ein bisschen abgelenkt war von meiner Ausbildung. Aber die ist beendet. Yay! Erfolgreich beendet. Darf man noch nicht vergessen. Dadurch auch mehr Zeit und mehr Geld. Also mehr Zeit, Geld. Heureka. Dann möchte ich mich auch an Miss Nerdgirl bedanken. Plain Talk ist tatsächlich so das Erfolgreichste, was auf meinem Kanal läuft. Wer weiß warum? Und dann möchte ich mich unbedingt bei Mrs. Zuckershock bedanken. Wenn ihr nicht wisst, wer sie ist, dann geht bitte auf Facebook und liked ihre Seite. Und schaut euch mal an, was die drauf hat. Ich habe schon ein paar Kuchen von ihr bestellt. Super geile und kreative Dinger und vom Geschmack 1A Bombe. Und das ist noch nicht mal alles. Nebenbei macht die aus Langeweile, weil sie ja einfach Langeweile zur Zeit hat. Macht die noch einfach ein paar andere kreative Sachen. Die hat mir jetzt zum Beispiel ein Hintergrundbild erstellt für Facebook. Könnt ihr euch mal reingucken. Hier der Wizard, der Schriftzug ist von ihr. Hat die aus Langeweile gemacht. Wow. Auch bei Miss Nerdgirl hat die auch ein Hintergrundbild gemacht. Auch super geil. Guckt euch das unbedingt mal an. Ja, und keine Ahnung, was die noch alles macht. Also die macht wirklich unbeschreiblich viele Dinge. Deswegen, schaut mal auf ihre Facebook-Seite. YouTube hat sie auch. Könnt ihr auch gerne mal liken, abonnieren natürlich. Ja. Hat sie jetzt noch nicht so viele Videos da, aber so ein paar Tutorial-Videos, wie die eben diese Kuchen vorbereitet und eindeckt und so weiter und so fort.
Wie gesagt, wirklich, schaut euch das mal unbedingt an. Dann noch ein paar kleine Dinge, die ich euch aber in irgendeinem Video wohl mal näher erläutern werde. Und zwar haben Mr. Zockershock und Miss Nerdgirl neue Projekte. Wenn ihr wissen wollt, welche, schaut euch entweder direkt auf deren Kanal um oder wartet auf das nächste Infovideo. Bis dann, meine Freunde.